Ja, jetzt kommt ein Lied, das wir gemeinsam vortragen. Also wir singen nicht, keine Ahnung. Der Texter hat den wunderbaren Namen Bruno Balz. Und das wird gleich ein Hinweis darauf sein, dass manchmal die Dinge dann auch nicht so sind, wie sie scheinen oder so scheinen, wie sie sind. Oder umgekehrt. Okay. Bitte sehr. Nun, er heißt Waldemar, denn entstanden ist das 1940. Er heißt Waldemar. Mein Ideal auf dieser Welt, das ist für mich der kühne Held, der große blonde Mann. Er kommt aus einem Märchenland und reicht mir seine starke Hand, die mich zerbrechen kann. So sieht der Mann meiner Träume aus. Sein Name ist Ralf oder Per. Die Wirklichkeit sieht aber anders aus. Bitte hören Sie mal her. Er heißt Waldemar und hat schwarzes Haar. Er ist weder stolz noch kühn, aber ich liebe ihn. Er heißt Waldemar und er ist kein Star. Seine Heimat ist Berlin, aber ich liebe ihn. Der Junge ist das Gegenteil von meinem Ideal. Ich werde nicht mehr klug aus mir und das ist mir egal. Er heißt Waldemar und sein Geld ist da. Den krieg ich ein, Herr Merlin, aber ich liebe ihn. Ich finde mich selber sonderbar. Ich nenne alles Waldemar. Mein Auto und den Hund, den Vogel, den Chauffeur sogar, die nenne ich alle Waldemar und das hat seinen Grund. Mir ist das manchmal selbst fatal, denn jeder kennt meine Passion und jede Kapelle im Tanzlokal bringt mir diese Ovation. Er heißt Waldemar und hat schwarzes Haar. Er heißt Waldemar und sein Geld ist arm. Er heißt Waldemar und er ist kein Star. Er heißt Waldemar und hat schwarzes Haar. Er ist weder stolz noch kühn, aber ich liebe ihn. Der Waldemar, das ist ein Barbar. Manchmal möchte ich vor ihm fliehen, aber ich liebe ihn. Am Morgen er, am Abend er, das ist mein Lebenslauf. Ich schlafe mit seinem Namen ein und stehe auch mit ihm auf. Er heißt Waldemar und küsst wunderbar. Ach, der Mann ist mein Ruin, aber ich liebe ihn. Und Waldemar. Und Waldemar. Ja, also bevor wir dann schließen mit einer Einspielung, gleichfalls mit einem Text von Bruno Balz, wollte ich zu seiner Person einiges sagen. Also dieser Bruno Balz ist ab 1929 einer der produktivsten Liedermacher, Liedertextbeschreiber, den Deutschland hatte. Bis hin in die 1960er Jahre, als er sich ins Privatleben zurückzog. Und da hat er mehr als 1000 Liedtitel komponiert gehabt, beziehungsweise die Texte für die Titel verfasst gehabt. Ja, und sämtliche Heinz-Rühmann-Lieder hat er geschrieben. Also kann man dann da auch sehen. Also er war dann immer im Verein mit Michael Jari, der Komponist einer dieser ganz berühmten Lieder war. Aber der Bruno Balz hatte in der nationalsozialistischen Zeit einen ganz entscheidenden Nachteil. Er war nämlich homosexuell. Und er ist als Homosexueller auch mindestens zweimal aufgefallen. 1936 ist er während einer großen Razzia im großen Tiergarten verhaftet worden. Und er saß dann auch mehrere Monate deswegen im Gefängnis, bekam Auflagen, weil es auch das erste Mal, wo er war, wurde er wieder freigelassen. Ich denke, dass er auch eine gewisse Protektion hatte. Wurde aber dann auch verfügt, dass sein Name in der Öffentlichkeit nicht mehr auftauchen durfte. Und nur auf den Schellerplatten, da ist er auf dem Label aufgedruckt. Aber draußen wollte er nicht mehr auftauchen. Fotos von ihm wurden vernichtet und er musste dann auch zwangsweise heiraten.
damit also seine Homosexualität offiziell kuriert gewesen ist. Also eine Frau heiraten. Ja, das ging doch damals noch alles anders, meine Güte. Im Sommer 1941 wurde Bruno Balz nochmal von der Gestapo verhaftet und er ist damals mit einem jungen Mann erwischt worden. Als Übel, er war in der Prinz-Albrecht-Straße im Gestapo-Hauptquartier, ist dort wohl auch verprügelt worden. Und das war eine ziemlich hoffnungslose Situation. Normalerweise wäre er trotz seiner Prominenz in irgendeinem Lager verschwunden. Er hatte aber einen guten Freund, Michael Jami, der ihm zur Hilfe kam und der ist dort aufgelaufen und hat gesagt, dass Jörg Goebbels persönlich gemeint hat, dass er jetzt gebraucht wird. Er ist sozusagen kriegswichtig und es gibt keinen anderen, der Texte schreiben kann für die aktuelle Produktion und er müsste jetzt ganz dringend entlassen werden. Und tatsächlich ist er entlassen worden, um seinen Beitrag zur Kriegsanstrengung zu leisten. Und das Lied, was Sie gleich hören werden und vielleicht mit einem ganz anderen Bewusstsein hören werden als sonst, dass ich weiß, es wird einmal ein Wunder geschehen gesungen von Sarah Leander. Und für mich war das immer so das klassische Durchhaltelied, ob jetzt die Bomben fallen oder nicht, oder ob der Mann irgendwo in Russland hinter Stalingrad noch ist, keine Ahnung. Also der feste Glaube, es wird ein Wunder geschehen und ich werde durchhalten, weil ich weiß, am Ende wird alles gut werden. Okay, also man kann das so verstehen, wie ich das immer verstanden habe, aber man kann es eben auch mit dem Hintergrund der Geschichte von Bruno Balz verstehen, denn er hat diesen Text geschrieben, entweder noch während der Gestapo-Haft oder 24 Stunden danach. Und das Wunder, was dann geschieht, wäre tatsächlich, dass diese Nazi-Zeit vorbeigeht und dass zum Schluss also das weg ist, was dann, dann kann er seinen Freund wiedersehen. Also nicht von ungefähr ist Zahler Leander nicht nur wegen ihrer dunklen Stimme, so der Star aller Homosexuellen gewesen für lange Zeit. Das hören wir uns jetzt an. Musik bitte.